12. Spieltag in der Oberliga Süd. Herzlich willkommen zum Duell zwischen den Stuttgart Rebels und den Blackhawks aus Passau. Kutzki mit der Rückhand. Klasse Save. Yannick Herm mit dem Schuss. Eisenhut fährt den Schoner aus. Klasse Save schon wieder. Ist das erste Mal auf dem Eis. Aber starker Pass jetzt erstmal von hinten raus. Chambry mit der Möglichkeit. Schöner Spielzug. 1:0 für Passau. Klasse Vorlage von Sevchenko. Wunderbar. Volledelt von Andrew Chambry. Der Pass von hinten war natürlich auch schon eine Augenweide, aber dann diese Bewegung vor Jonas Gehr von Andrew Chambry kann sich absolut sehen lassen. Gegen die Laufrichtung gezogen. Passau kommt in der Mitte. René Röttger bekommt ihr den Puck mit der Rückhand noch aufs Tor. Jonas Gehr ist zur Stelle. Groß. Zurück zu Otte. Der nimmt den One-Timer. Guter Schuss. Scheibe ist frei. Nachschuss, Tor. 2:0. Für Passau. Klasse nachgesetzt von Nicolas Sauer vor dem Tor. Nach diesem harten One-Timer von Maximilian Otte. Aber maßgeblichen Anteil an diesem Treffer hatte aus meiner Sicht das Geburtstagskind hier an der Stelle, Niklas Zeilbeck. Ich bin mir nicht sicher, ob er am Ende des Tages aufs Scoreboard kommen wird mit einem Assist. Yannick Herm sucht Adam Schuss an der Blauen. One-Timer. Gute Parade von Eisenhut erneut. Scheibe frei. Scheibe immer noch frei. Immer noch frei. Der Schiedsrichter zeigt an. Weiter geht's. Schusser an der Blauen. Nimmt Yannick Herm mit. Schusser. One-Timer. Abgefälscht von Tusinior. Knapp am Tor vorbei. Jetzt allerdings Matt Pistilli mit Yannick Herm und Sofian Bräuner auf dem Eis. Gute Gelegenheit da vor dem Tor von Jonas Gehr, der da kurz nicht weiß, wo die Scheibe ist. Jetzt allerdings der schnelle Gegenstoß. Viktor Buchner versucht da aufs kurze Eck. Eisenhut ist auf der Stelle. Joki quer zu Geiger. Nachschussmöglichkeit. René Röttger weiß, wo der Puck ist und netzt ein zum 3:0. René Röttger behält die Übersicht, findet als erster den Puck und schiebt eiskalt ein. 3:0. Andrew Chambry bringt den Puck hier nochmal mit dem Schlittschuh zurück ins Spiel gegen Weser. Stuttgart kommt über Matt Pistilli. Sofian Bräuner zieht zum Tor. Schussgelegenheit für Pistilli. Aber die Scheibe unter Eisenhut gefangen. Und dann geht es aber in der Ecke richtig rund. Matt Pistilli wollte das Sofian Bräuner erstmal schützen und ist da ordentlich hinterhergegangen. Sofian Bräuner, Querpass, Schussgelegenheit, erneut ist es Eisenhut, der schneller ist als alle anderen. Yannick Herm auf Bräuner, hoch an die Blaue zu Adam Schusser, der Anschluss. Schlagschuss von der Blauen, von Adam Schusser, der rutscht durch alle durch. 3:1, Matt Pistilli lässt sich feiern, fälscht die Scheibe wohl noch unhaltbar ab am Ende. Nach diesem Schlagschuss von Schusser. Wir gucken drauf. Sofian Bräuner bringt den Puck hoch an die Blaue. Schlagschuss Schusser. Und dann ist es im Slot. Wir sehen es aus der Hintertorkamera. Der Mann mit der 36, der den Schläger reinhält. René Röttger, der da vorbildlich mit zurückarbeitet gegen Toussignan. Trotzdem Stuttgart nochmal mit der Gelegenheit. Klasse, safe wieder. Nächster Anlauf. Vosterek auf Nico Geidel. Der zieht den Puck zurück in den Slot. Der kommt Richtung Tor und erneut ist es Eisenhut. Maul zurück. Tor. Ohne Sicht für Jonas Gehr. Schlägt es da hinter ihm ein. Genau unter der Latte. Wir sehen es. Jonas Gehr weiß nicht, wo die Scheibe ist. Und dann schlägt es genau im Winkel ein. Die diese Drangphase der Rebels überstanden haben und dann selbst in einem Wechsel umgeschaltet haben auf Offensive und dann eben sehr effizient das Ganze machen. Aber im Gegenzug das 2:4. Marco Eisenhut beschwert sich da, will eine Behinderung gesehen haben.
Aber auch hier geht der Schuss von der Blauen durch. Julian Wäser mit dem Anschluss. Hochgelegt. Scheibe vors Tor. Und da sehen wir noch, dass Marco Eisenhut fällt und sich beschwert. Gucken wir mal, wo er steht. Und Aufbau. Schneller Aufbau über Chambry. Chambry, Sevchenko. Eiskalt. 5:2. Da stand Stuttgart sehr offen und lässt sich fast auskontern in Unterzahl, aber klasse gespielt von Sevchenko und Chambry. Chambry geht hier in den Slot, bekommt die Scheibe von Sevchenko auf die Kelle serviert und netzt eiskalt ein aus dem Slot. Unhaltbar für Gehr. Vielleicht ist es also auch noch was Persönliches. Nächste gute Gelegenheit für Passau. Wird das natürlich sehr schwierig. Nächster Schuss, Pfostenschuss. Stuttgart geht jetzt schon fast all in, würde ich behaupten. Mit 3,5 Spielern in der Offensive gewesen, in eigener Unterzahl. Aber muss natürlich auch sein. Und genauso fängt man sich dann aber natürlich das Gegentor zum 6:2. Röttke auf Sevchenko im Slot. Der hat keine Mühe mehr, seinen Schläger reinzuhalten und das Ergebnis hochzuschrauben. Joki, Röttke, Sevchenko, Tic-Tac-Toe, 6:2. Klasse gespielt auf Seiten der Passauer. Marco Eisenhut, vielleicht als allererstes zu erwähnen. Letzte Schussgelegenheit durch Breuner am Tor vorbei. Das Spiel ist aus, die Blackhawks sichern sich die 3 Punkte hier in Stuttgart mit einem wirklich souveränen Auswärtsspiel.